Hallo? Soll ich noch mehr sagen? Gut. Jetzt könnt ihr mal gucken, ob es ankommt. Was sollen wir gucken? Ob der Stream auch ankommt. Kommt der Stream auch an? Moment. Und dann müsst ihr in den linken Richtung nochmal verbreiten. Und wieder draufklicken. Ja, sehr schön. Funktioniert offenbar. Gut. Ich stelle das hier mal noch ein bisschen niedriger, damit das nicht so merkwürdig aussieht. Okay. Dann legen wir los. Thomas, schaust du auf die Uhr? 15.17 Uhr. Damit eröffne ich den außerordentlichen Kreisparteitag des KV Bayerwald. So, als erstes müssen wir mal feststellen, wie viele Akkreditierte denn überhaupt anwesend sind. Wir haben einen Akkreditierten. Meine Frage an die Satzungsnerds, sind wir damit beschlussfähig? Wir haben das Problem, wir haben einen außerordentlichen Kreisparteitag. Das heißt, wir dürfen in diesem Kreisparteitag nur Personenwahlen durchführen. Und für die Personenwahl sind mindestens drei anwesende stimmberechtigte Personen notwendig, um das Wahlgeheimnis sicherzustellen. Wir können also nichts tun, wir haben einen handlungsunfähigen Kreisparteitag. Gibt es dazu Wortmeldungen? Es gibt, der Akkreditierte sagt, er möchte sich nicht zu Wort melden. So, nachdem wir die Beschlussunfähigkeit des Kreisparteitages festgestellt haben, schließe ich den Kreisparteitag damit um. 15.18 Uhr. So, dann danke ich in den Stream, falls es irgendjemand gesehen hat, und wünsche euch noch einen schönen Sonntag.